Können wir nicht nochmal mit dem quatschen? Ich habe gehört, euer Junge Fenrir ist dem Orden entkommen. Schimpfig. Ja. Dein Beitun hat da nicht viel zu zugetragen. So, hier sind die ganzen Läden heute natürlich zu, weil wir haben ja Nacht. Die sind natürlich nur tagsüber auf, deswegen müssen wir wahrscheinlich nochmal das Gebiet verlassen. Da gucke ich nochmal kurz auf die Karte. Hier können wir es zum Beispiel verlassen. Und dann gehen wir nochmal zu diesen Nadelspitzen-Wegelagerern. Warum die auch immer Nadelspitzen heißen. Wahrscheinlich, weil die ganz viele Nadelstiche ausführen oder sowas und damit die Leute hinraffen wollen. Ah, hier waren wir auch eben. Da bin ich ein bisschen blöde gegangen. So, hier. Gebiet verlassen, genau. Und jetzt will ich das mal bei Tag. Unterstadt bei Tag. Um die Kontrolle über deine verschiedenen Gruppenmitglieder zu übernehmen, musst du einfach nur einen Linksklick auf das jeweilige Symbol ausführen oder was auch immer. So, weiter geht's. Jetzt können wir hier mal schauen, ob da wieder ein Händler ist. Verstanden? Ihr seid eine Abscheulichkeit? Wollt ihr nicht lauter schreien? Ich glaube nicht, dass euch alle gehört haben. Betrachtet ihr euch dann selbst als harmlos? Als Abscheulichkeit, die nie jemandem Leid zufügen würde? Meint ihr damit, jemandem das Herz aus der Brust zu reißen? Ich tue das nicht, weil ein Dämon mich dazu zwingt. Wir sind uns also einig, dass man auch ohne Dämon ein gnadenloser Mörder sein kann? Gut. Interessantes Gespräch, was die beiden da führen. So, und jetzt können wir hier erstmal unseren ganzen Plunder loswerden. Damit wir hier ordentlich Space wieder haben. Plunder verkaufen. Pam, ja, das hat sich ja jetzt schon gelohnt. So, Ring, was haben wir hier noch? Kaufen wir mal die günstigen Sachen. Gürtel, körperlicher Schaden. Den auch. Und die Perlenschnur, die ist ja ganz gut. Die heben wir nochmal auf. Das verkaufen wir auch. Den Ring mit Feuerschaden. Plus 15 Angriff. Ach komm, weg damit. Was haben wir denn? Wir haben ja viel, viel bessere. Ring des Magisters und Ring der unbeachteten Weisheit. Den wollen wir natürlich behalten. Deswegen verkaufen wir den Krempel. Die Dämonenkapuze, die Kopfbedeckung. Die behalten wir nochmal. Gucken wir mal, ob die Dings die tragen kann. Die Isabella. Alter Lederkürass. Ja. Ach, das war das Teil, das eigentlich ganz gut war, aber wir es eh nicht nutzen können. Aus dem schwarzen Emporion. Leichte Roteisen-Bänderrüstung. Kann ja auch keiner tragen. Also hatten wir ja schon. Brauchen wir ja nicht mehr. Das war ja unsere ehemalige Robe. Schwerer Schild. Aderlasser. Moment mal. Warum kann denn die Isabella... Kann die den Aderlasser nicht nehmen? Da will ich jetzt mal gerade schauen. Weil der war ja noch die Beste. Der Beste, er kann nach 24 Geschicklichkeit. Den heben wir dann auf jeden Fall mal auf. Dann gucken wir mal, ob wir den gerade... Ah, toll. Fleischhandschuhe und sowas können wir der alles natürlich nicht geben. Dann verkaufen wir den Krempel auch. So. Dämonenkapuze brauchen wir ja auch nicht mehr. Oh. Obwohl... Die heben wir nochmal auf. Die will ich gleich nochmal vergleichen. So, Aderlasser kann die später benutzen. Den Dolch hier, den Standarddolch verkaufen wir. Den Herzensbrecher verkaufen wir auch. Den Rückenschlitzer sowieso. Das Lied der Traurigkeit. Ist auch nicht so gut gewesen. Dorn der Ratte. Heben wir mal auf. Da haben wir noch einen Bogen. Dorn der Ratte ist auf jeden Fall besser als dieser Langbogen. Den Kurzbogen auch weg. Den verzauberten Stab. Da haben wir ja auch besseren mittlerweile. Holzstab, zack, komm. Sollen wir nochmal hier. Boah, jetzt brauchen wir nur noch knapp drei Goldstücke. Und dann können wir endlich unsere Expedition in die tiefen Wege starten. Ist ja nicht mehr so viel hin. Elfenwurzeltrank, Verletzungsausrüstung, Rune. Die Runen können wir nochmal nutzen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall genügend Platz im Inventar, sodass wir nochmal schnell uns zurückbegeben können. Und dann die Unterstadt bei Nacht auskundschaften. Um uns da nochmal zu den Nadelspitzen-Wegelagerern zu begeben. Sorry, dass ich jetzt hier alles erstmal verkaufen musste. Ich weiß, das war jetzt nicht die interessanteste Folge. Aber ich ziehe jetzt auch schnellstmöglich hier schön in die Unterstadt bei Nacht. Und dann wollen wir uns da mal diesen komischen
Diese Schläger sind eine echte Plage. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, ihnen den Kampf zu geben, den sie wollen. Naja, wir ziehen da jetzt hin, um die ein für alle Mal auszuräuchern, lieber Anders. So, Latsch, Latsch. Latsch, Latsch. Obwohl wir solche Schläger natürlich auch gut für uns gebrauchen können, für die Drecksarbeit, die wir aktuell ja noch alle selber machen müssen. So, dann ab in die Hütte. Ey. Ja, ich wollte schon sagen, ich dachte gerade, kommen wir jetzt da nicht mehr rein oder was? Nix da, so. Jetzt können wir hier noch auf jeden Fall die anderen Räume erkundschaften. Einmal Tab drücken, nicht, dass wir irgendwas übersehen. Beide Türen sind zu öffnen und hier sind noch mehr Nadelspitzen-Wegelagerer. Ja, der hat keine Chance. Nicht mal den Hauch einer Chance hat der. So, mehr ist in dem Raum allerdings nicht drin, ne? Vielleicht ist ja hier noch was. Wenigstens eine Truhe. So. Naja, immer ein bisschen Kohle. Hat es ja nochmal gelohnt, da vorbeizuschauen. Jetzt hätten wir das mit den Nadelspitzenwegelagern auch erledigt. Dann gehen wir nochmal in die Unterstadt und ich glaube, das war jetzt das letzte typische Stadtquest, was wir noch so haben. Arbeit. Solltet ihr uns übrigens von weiteren derartigen Gruppen befreien, findet ihr mich im gehängten Mann. Ich erwarte euch mit hübschem Spielzeug als Belohnung. Mit den besten Empfehlungen einiger interessierter Freunde. Brauche ich tatsächlich noch mehr Freunde? Brauchen wir Freunde? Braucht Sarazar, der Schwarzmagier, überhaupt Freunde? Wo er die Macht hat, alles auszunutzen. Gebiet verlassen. So, dann schauen wir doch mal. Merrills Hütte. Hier haben wir auf jeden Fall alles erledigt. In nächtlichen Gefilden gibt es gar nichts mehr. Jetzt könnten wir uns mal der Knochengrube widmen zum Beispiel. Ja, ich glaube, das ist unser nächstes Abenteuer. So, mit Hubert müssen wir da reden, oder was? Warte mal, mit Hubert. Von Sklaven befreit. Künftige Sklaven. Sie waren noch keine Sklaven. Dennoch habt ihr das Richtige getan. Viele würden sich einfach abwenden. Misst der Sache nicht zu viel Bedeutung zu, in Ordnung? Es scheint mir zu dem Zeitpunkt lediglich eine gute Idee zu sein. Aha. Hier ist auch der Mann, dem müssen wir noch wegen der, genau, seiner Frau Bescheid sagen. Ist das hier Ninettes Ring? Ich hab völlig vergessen. Ninettes Ehering. Ja. Seht euch die Gravur an. Auf ewig treu, auf ewig dein. Sie stammt aus glücklicheren Tagen. Wo habt ihr ihn gefunden? An ihrer abgetrennten Hand. Das ist unwichtig. Natürlich an ihrer abgetrennten Hand. Er steckte an einem Finger von Ninettes abgetrennter Hand. Sie ist tot. Von ihrer Hand? Ich verstehe. Nun, dann solltet ihr vielleicht zurücknehmen. Warum? Hä? Ich will nichts besitzen, was mich mit ihrem Tod in Verbindung bringen könnte. Vor allem jetzt nicht, wo ihre Familie beginnt, Fragen zu stellen. Sie werden mich beschuldigen, da bin ich mir sicher. Bitte entschuldigt mich, Sarah. Ich habe einige Vorbereitungen zu treffen. Ja, immerhin ein Goldstück erhalten dafür, dass wir nur noch schnell diesen Ring abgegeben haben. Das Quest hatten wir ja eigentlich schon abgeschlossen. Und dann quatschen wir jetzt mal mit dem guten Hubert. Hubertus. Ich hörte, ihr habt Probleme mit der Knochengrube. Ich könnte behilflich sein. Na, endlich kommt jemand, um mir zu helfen. Ihr seht zwar etwas unerfahren aus, aber ich hoffe mal, dass ihr das hinkriegt. Ich musste den Betrieb einstellen. Meine Arbeiter sind in der Mine verschollen oder weggelaufen. Geschieht mir recht. Hätte ich bloß keine Flüchtlinge aus Ferelden genommen. Ich habe schon Leute losgeschickt, aber nichts mehr gehört. Vielleicht betrügen sie mich. Ich brauche jemanden, der fähig ist und herausfindet, was vor sich geht. Thema vertiefen. Klingt die Knochengrube nicht zu bedrohlich?
Euer erster Fehler bestand darin, die Mine Knochengrube zu nennen. Die Einheimischen haben sie so genannt. Die Narren behaupten, sie sei verflucht. Deshalb stelle ich ja Ferelden ein. Sie mögen dämlich sein, aber sie sind nicht abergläubisch. Ihr wisst, dass ich einer von ihnen bin? Ich könnte euch auch mal eben den Hals umdrehen, Hubert. Seid vorsichtig, was ihr über meine Landsleute sagt. Ich habe selbstverständlich nicht euch gemeint. Aber meine Arbeiter sind besonders hoffnungslose Fälle. Sie können von Glück sagen, dass sie für mich arbeiten. Nur wenige in Kirkwall geben Flüchtlingen Arbeit. Was ist mit den Arbeitern? Was bezahlt ihr? Was gibt's als Belohnung? Ich bezahle großzügig. Die genaue Summe richtet sich danach, welchen Gefahren ihr begegnet. Was ist mit den Arbeitern? Die Arbeiter hatten sicher gute Gründe, wegzugehen. Ich bin ratlos. Kein Arbeiter ist erschienen und niemand nimmt mich ernst. Niemand geht? Die Knochengrube muss gefährlich sein, wenn die Leute Angst haben, hinzugehen. Nein, gar nicht. Achtet nicht auf das abergläubische Gewäsch der Einheimischen. Die Knochengrube ist größtenteils harmlos. Mehr muss ich nicht wissen. Ich gehe in Kürze dorthin. Je früher, desto besser. Jeder Tag, an dem die Mine nicht in Betrieb ist, kostet mich mehr, als die Arbeiter in einem Jahr verdienen. Die Knochengrube liegt direkt vor der Stadt. Sie ist auf jeder Karte verzeichnet. Der Hubertus ist auf jeden Fall ein gewiefter Händler, der Hubert, ein richtiger Drecksack. Aber wir wollen uns trotzdem dem Quest annehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, da müssen wir jetzt wahrscheinlich hier, Knochengrube. Aufgaben des Kräuterkundigen und die Knochengrube. Ja, machen wir das jetzt mal. Sieht auf jeden Fall doch deutlich anspruchsvoller aus. Ich habe mal kurz beim Gronkh reingespinkst, der hatte die Knochengrube ja schon gespielt und wir haben dafür einige andere Quests schon abgeschlossen, die der Gronkh noch nicht abgeschlossen hat. Dieser Boden ist verflucht. Nur böse oder unwissende Seelen würden hier verbleiben. Irgendwie erscheint es mir, dass der Fenris doch gar nicht so ein böser Geselle ist. Der sieht nur so böse aus, aber irgendwie ist der doch ja, so ein bisschen nett. Kopfbedeckung. 30 Rüstungen. Interessant. Das könnte gar nicht mal so übel sein. Haube des Sklavenhändlerfürsten. Probieren wir die mal an gerade. Ja, die sieht aber wesentlich uncooler aus, ne? Also, ah, dann ziehen wir die Dämonenkapuze ein. Obwohl die Haube des Sklavenhändlerfürsten, ach ja, es ist schwer zu sagen. Wenn die mal gesockelt ist. Ne, Dämonenkapuze. Komm, ziehen wir die Dämonenkapuze an. Zwar mehr auf Kälte und wir sind ja mehr Feuer, aber weil wiederum haben wir auch die eisige Umarmung, die dann auch ganz gut einheizt. Was sind das denn für welche? Plünderer. Plünderer, die wir jetzt sofort ins Jenseits befördern. So. Hier noch ein Feuerball rein, komm. Nur mal so spendabel. Haben wir. Weg mit euch, lass mich hier fliegen. Eisige Umarmung. So, die Isabella macht den schon fertig. Dann können wir uns hier dem anderen Plünderer gemeinsam mit dem Fenris widmen. Komm, wir hätten mal mehr. Wollen alle auf die Schnauze. So, hier einmal drauf. Pam! Brennen! Brennen, du Wicht! So. Das wären die Plünderer gewesen. Kleiner Onyx nehmen wir mit, eingepackt. Leichnam, mottenzerfressener Schal und eine Verletzungsausrüstung. Schön, so ein mottenzerfressener Schal, den würde ich ja immer mitnehmen, grundsätzlich. Hier können wir ein kleines Nickerchen halten, theoretisch. Was haben wir denn da vorne? Ist das Gruppe Sammeln? Knochenberg. Die Knochengrube.
Sir, ich habe heute Morgen die überlebende Sklavin befragt. Sie war völlig verängstigt, konnte mir aber doch ihre schreckliche Geschichte erzählen. Der Aufseher hatte 17 Sklaven hintereinander an der Kante des Steinbruchs aufgestellt. Dann musste der zweite Sklave den Mann vor sich über die Kante stoßen. Dann der dritte den zweiten, der vierte den dritten und so weiter. Die Arbeiter am Steinbruch hörten die Schreie, das Geräusch, wenn Knochen auf dem Fels treffen und dann die Angst erfüllten Rufe des Überlebenden, als die Drachenjungen des Aufsehers begannen, die 16 Leichen am Grund des Steinbruchs zu fressen. Die Frau, die mir das erzählte, war die 17. Person und sie wurde nur verschont, weil niemand hinter ihr stand. Sir, ich empfehle dringend, dieses ekelhafte Verfahren einzustellen. Es mag die Arbeiter motivieren, aber unsere Mine gerät dadurch in den Ruf, eine Todesfalle zu sein. Derartige Geschichten über die Knochengruppe kursieren bereits überall in Kirkwall. Der Schleier ist dort schon dünn genug und könnte über der Grube jederzeit reißen. Wir riskieren mehr als nur einen Aufstand, wenn wir den Aufseher weiterhin gewähren lassen. Brief von Präfex Santarius, 35 vor der Zeitrechnung. Präfex Santarius, die Produktion des Maharia-Steinbruchs ist in dieser Saison knapp um ein Drittel gestiegen und der Aufseher wurde deswegen vom Archon persönlich belobigt. Ihr werdet niemanden davon erzählen. Antwort von Magister Killian, 35 vor der Zeitrechnung.